Herzlich willkommen, hier ist Remo Rittiner. Heute möchte ich euch über das Thema die Absicht klären etwas erzählen. Bevor wir handeln, ist es ganz wichtig, dass wir uns klar sind, was ist die Absicht? Die Absicht ist die Seele der Tat, ein bekanntes deutsches Sprichwort. Und wenn ich mir klar bin, was ich jetzt gerade mit diesem Reden erreichen möchte, wo ich hin will möchte, dann hat es Kraft, dann hat es Ausrichtung, dann hat es Klarheit und ich werde mich nicht verlieren. Und wenn meine Absicht klar ist, kommt es auch ganz anders an bei den Menschen. Also meine Absicht im Yoga ist es zum Beispiel, tiefer nach innen zu gehen, also nicht nur die Muskeln zu trainieren, die Gelenke zu mobilisieren, sondern in die Ruhe zu kommen, in die Tiefe zu kommen, in die Stille zu kommen, ganz bei mir anzukommen und zu lauschen und wieder zu hören, was mir mein Herz sagt. Und wenn ich diese Absicht immer wieder von dem geistigen Auge habe, dann bringt mich Yoga in die Tiefe. Und nicht nur Yoga, auch andere Sachen. Immer zuerst innehalten, die Absicht klären und dann ganz bewusst und achtsam ins Handeln kommen. Und über das immer und wieder die Absicht zuerst zu klären, innezuhalten und dann bewusst zu handeln. Ich freue mich, wenn du mir darüber erzählst, was du damit erreichst, wie du dich damit fühlst, wenn du immer mehr mit deiner klaren Absicht handelst. Likes sind willkommen, Teilen ist erwünscht. Ich freue mich, dass es dich gibt.